Herzlich willkommen und wir begrüßen gleich unsere Special Guests, die großen Dicken mit dem Beißen hier vorne. Die Leute mit dem MG. Gleich ist alles weg, hört ihr? Schön, jawohl. So, ja jetzt nochmal in Kürze. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together Far Cry 3 Coop. Mit den Herren hier vor meinem Bild, dem Peacemaker, den Zoe. Ja, egal. Sagt einfach mal alle Hallo. Hallo. Okay, dann Hallo. Warum kriege ich eigentlich immer die beschissenen Augenblicke, wenn ich Ansagen machen muss? Ja, deswegen. Ja. Mhm. Das liegt vermutlich an dir. Ach stimmt, der ist ja jetzt da drin, gell? Lenkt ihn ab, lenkt ihn ab! Achso, das bist du. Ich wollte ihn messern. Ihr mega kranken Scheißkerle! Damit meint er nur dich. Nicht auf dem verdammten Boot bleiben wie die anderen. Ja, er dachte, ich bin sein Nachfolger. Ich hab's schön für euch eingepackt. Ihr habt die ganze Scheißinsel auf den Kopf gestellt. Und diese Insel vergibt nicht so schnell. Ah, das ist kein Problem. Wir machen das wie bei Frauen. Wir gehen einfach woanders hin, bis sie sich beruhigt hat. Aber ich bin doch die Frau. Ja, deswegen gehst du auch woanders hin. Achso, okay, ich gehe zum Geld. Und dann gehe ich shoppen. Leider habe ich hier ein paar Gäste, die sich nicht ganz so freuen. Was? Nein, ich spreche mit niemandem. Hey, nicht auf mein Boot. Boah, der hat uns verraten, den jagen wir. Genau, ja, gibt's ein, alles kaputt, was es gibt. Einen Weg unten herum. Ich sitze hinter dem Tor fest. Macht es auf und kommt an Bord. Das hier ist übrigens das mal erzählt, wir haben uns nämlich letztes Mal gefragt, ob wir denn die Mission überhaupt in der richtigen Reihenfolge gespielt haben, weil irgendwie nichts einen Sinn ergibt. Wir haben sie in der richtigen Reihenfolge gespielt. Ja, das ist es. Und die nächsten Missionen, die kommen, sind alles Bonusmissionen. Oh, da hinten ist ein Sniper. Genau, gibt's zwei Bonusmissionen, die dann irgendwo, ich weiß nicht, da zwischendrin oder etwas losgelöst, die haben halt dann noch weniger Sinn ergeben, sagen wir es mal so. Ja. Eine zählt als Ende. Die waren auch sau schwierig. Ach, der ne? PC ist das. Jetzt hätte ich dich fast gemessert, mein Freund. Oh, ist das gemein. Seilrutschen-Kill heißt das. Okay, cool. Da läuft doch noch einer rum, oder? Ja. Boah, ich liebe es mit der AK zu snipern. Ach, da ist noch einer. Oh. Meiner. Push the button. Jo, wenn du von hinten beschossen wirst. So, jetzt dauert es wieder eine halbe Stunde, bis das Tor aufgeht. Genau. Ach, da war ja was, ja. Aber ich meine, alle Tore dauern eine halbe Stunde. Das heißt, eine Schleusentor oder eine Aufzugstür. Ja. Ja, das ist ja auch das Ziel. Wo? Ja, hier überall. Ups, jetzt habe ich meinen Kampfschrei ausgelöst. Das heißt, ihr regeneriert jetzt alle ziemlich schnell. Ihr könnt euch also gerne treffen lassen. Und du schießt ihr auf mich. Ah, jetzt wieder ein Sniper. Au, mich hat gerade irgendwas umgehauen. Ich sehe hier halt einfach gar nichts. Ich bin irgendwie da. Nein! Wartet. Alter. Doppelkill, yeah. Hinter euch kommt der einer. Ach, Messer. Hä? Kill aus dem Jenseits, alles klar. Ach, da ist ja noch einer, hallo. Ups, jetzt habe ich ihn getötet. Und stehe hier fest. Jetzt kommt er von, wenn man Frauen schlägt. Oh! Da kommen ganz viele! Ja, die kommen halt immer aus den Dingern da rausgespawnt. Ja. Wo ist er denn?
Eisenseele. Oh. Ich bin in. Ich dachte, vielleicht gibt's da was Interessantes zu finden. Den Kopf hole ich mir. Alter, oh nein. Irgendwie lebe ich noch. Ja, ich hab dich geholt. Ja. Um direkt wieder zu sterben. Ja, nochmal wäre ganz cool, ja. Alter. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ja, ich hol den Eisensiedel mal. Ich habe ihn geholt. Also nicht mehr zur Höhle. Ja, habe ich auch festgestellt. Vor allem, da ging es eigentlich nicht mehr weiter. Ne, wie gesagt, die kommen, das ist nur ein Spawnpunkt für die Gegner. Zack, ein Schuss. Kann ich, ja, könnt ihr das auch, hä? Sniper mit der AK? Ja. Nein, könnt ihr gar nicht. Ich sniper mit meinem Messer. Das funktioniert gar nicht. Ich sniper mit meinem weiblichen Charme. Meinem weiblichen Schwan. Ach, guck mal, wer ist denn da? Ach, Nadine. Boah, ey. Weg mit dir. Eichenpflastern seinen Weg. Na komm, Tor. Wie lang dauert's denn noch? Ist gleich offen. Ich hab das noch nie gesehen, dass sich das öffnet. Ah, okay. Und da können wir jetzt noch nicht raus. Geht das noch nicht? Das Schiff ist doch nur halb so dick wie das... Ja, das muss richtig sein. Das muss. Ja, das du, muss politisch. Halt ein sehr schlechter du bist der unfähigste auf der ganzen Welt. Komm, lass mich da drauf. Ich will jetzt einsteigen. Wenigstens müssen wir es nicht reparieren. Ja, das ging ja noch schnell. Das wäre ja kein Problem. Da gehst du einmal hin mit deinem Bunsenbrenner. Na, Baby, soll ich dir mal meinen Bunsenbrenner zeigen? Ich höre einen Hund. Ich höre, dass irgendwas mich trifft. Ist nicht so geil. Ja, da kommt ein Hund. Oh Gott. Bin ich gar kein Hundekiller, Mann. Da, da, da. Komm. Da, wer ist denn da? Wieder ein Sniper. Komm her, ich sehe dich doch. Ja. Wo ist er denn? Er schießt auf mich. Hihihi. Was, wo, was, wer schlitzt ihn auf? Oh Gott. Meiner. Ich glaube, sie haben den Typen erschossen, der das Tor öffnen sollte. Aber fuck. Kann man den überhaupt erschießen? Das ist doch bestimmt gar nicht möglich. Na, wo ist er denn? Da kommt wieder ein Hund. Aber wo? Weg. Die haben schon ganz andere als uns erledigt. Oh oh. Oh, Sniper, 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 wo ist der? Hey, wir haben's. Huh. Egal, yes. Wo immer er mag. Und damit haben wir die Story abgeschlossen. Yay. Hey, Erfolgserlebnis. Yay. Ich glaub sogar besser als beim letzten Mal. Deutlich besser, ja. Hä, nee, warte, hä? Aber wo bin ich denn dann ins Wasser gesprungen? War das dann. Ach, das war diese andere Mission. Das war dieses Redemption oder wie das hieß. Hm? Hey, kann man da runterspringen? Hup. Boah, Alter, wer sitzt denn da so cool da drauf? Das ist doch der Patzi. Ja, das bin ich natürlich. Wow. Wer fährt denn eigentlich? Der Sito. Oh, nur nee, CDs gefunden. Schade. Wie lange nehmen wir denn schon auf jetzt in diesem 10 Minuten. Part? 9 Minuten. 9 Minuten. Ja, 10 Minuten ungefähr. Fächerservice, schön ruhig bleiben, was? Oh, schwere Kampfrüstung, cool. Zum Decoden. Oh, ich hab wieder mal die meisten Wiederbelebungen. Eine Stranger-Mod und... Boah, ey, wer will denn einen Tempo-Boost? Mir eigentlich egal. Schau jetzt auch mein Setup mal an. Hä? Du besitzt diese Waffen-Mod bereits oder eine bessere Version davon. Verkaufen. Ja, verkauf halt immer. Geben! Den Tempo-Boost kriegt der... Enemene Mr. Crusader-Prinz. Yeah. Hey. Weil ich seinen tollen Namen nennen durfte. So, zurück. Ihr Scheiße. Die meisten Kills, Wettbewerbsgewinner. Yay! Die meisten Kopfschüsse. Yay!
Und sogar noch mehr als mit der Sniper. Ups. Toll. Was hast du? Du hast 17. Nee, 7 Kampfschreie hast du. Eieiei. Cool. Warte mal schon auf euch. Ja. So, unser, würde ich sagen. Unser so, nächstes. Ja, genau, Stroh stellen wir noch ein. Ich glaube, das war jetzt das untere. Ich glaube, das haben sie, glaube ich, von der Reihenfolge falsch rum gemacht gehabt. Ich weiß ja, ich glaube, das untere war die zwischendrin war, und die Redemption war, glaube ich, das endgültige Abschlussding. Ja, glaube ich. Genau, auch. Also jetzt das nächste ist das, wo wir im Gefängnis starten. Jailbreak. Okay, nehmen wir das noch mit auf? Ja, natürlich. Ja, okay. Die Frage ist jetzt eigentlich nur, warum sind wir eigentlich ins Gefängnis gekommen? Nein, das nächste ist nicht, wo wir im Gefängnis starten. Sondern das andere, das ist ja zwischendrin erst, oder? Nee, ich glaube, wir müssen jetzt aus dem Gefängnis raus und danach dann die Redemption. Genau, und Redemption ist, da hat er ja gesagt, wir sind eigentlich mit dem Geld entkommen, was interessiert uns noch die Dorfbewohner oder Inselbewohner. Achso, okay, gut, dann ist jetzt Jailbreak als nächstes. Ja, zur Geschichte ganz einfach, unser Kapitän ist eine Lusche. Und dann werden wir einmal angegriffen und dann kommen wir ins Gefängnis, weil unser Kapitän ist eine Lusche. Das ist so die Geschichte hinter dem. Er hat uns auch verkauft. So ungefähr. Beziehungsweise er hat uns halt nicht verkauft. Er hat uns nicht verkauft. Er hat einfach gesagt, oh mein Gott, die haben eine Pistole. Oh mein Gott, sie werden uns vernichten. Und ja, dann kam wir in den Knast. Okay, nehmt mal an, damit wir starten können. Ich bin bereit. Los geht's. Ah, die Bonusmissionen sind, glaube ich, sau schwierig. Naja, spielen wir halt noch ein wenig. Haben wir noch Zeit? Okay, da haben wir aber auch schon das Geld gehabt. Ja, klar, das ist jetzt der Abschluss von der Kampagne. Hau ab, solange du kannst, du Tucke. Ich bin so cool. Ey, seht euch die an. Ey, du Sack, du hast doch bestimmt noch einen Stinker im Ärmel. Was will er sagen? Was weiß ich denn? Diese Drecksäcke, die haben mein Geld und den Flachmann. Callum hat 17 beschissene Messer bei sich. Und ich verliere den Flachmann. Das Geld kann nicht weit weg sein. Nur unser Chauffeur macht mir Sorgen. Ja, ein Angriff und unser Fahrer flieht schneller als ein Franzose. Gott weiß, was mit dem Boot passiert ist. Das ist ein Messer. Hi. Ich bin so cool. Kannst du das Türschloss knacken? Kannst deinen drauf lassen, Kumpel. Ich bin so cool. Wen kommen wir jetzt hier raus? Ich bin so cool. Okay. Und wer will nochmal? Und wir haben halt momentan auch nicht unsere Standardbewaffnung. Das ist das Wichtige. Die kommt dann noch. Also jetzt haben wir halt nur eine Pistole, aber... Nee, wir haben... Messer. Nein. Wir haben jetzt erstmal gar nichts. Wir müssen uns jetzt was holen, glaube ich. Ja, Messer haben wir halt, weil Callum hat 17 Messer bei sich. Und eine Pistole. Wieso haben wir denn eine Pistole? Ja. Das ist doch total dämlich, Gefangene mit einer Pistole allein zu lassen. Callum, Messer kann man abfeuern. Ach so, das war ein Messer und wir wussten das nur nicht. Ah. Messdiener. Hunde. Ach, der. Oh, der ist schon tot. Andere Hund ist tot. Kopfschuss! Doppelkill! Yeah, ey, ich bin schon fast wie bei LOL. Kann ich auch nichts. Kein Kill? Aber ich gehe gleich drauf. Das stört mich nicht. Ich aber. Ja, gut. Lade nach! Ich hab unser Geld! So, jetzt schauen wir mal, wie ich mit der Farmers so spiele. Ah, schön. Ey. Da ist meine Bewaffnung zurück. Hier können wir nichts ausrichten. Wir müssen was Höheres finden. Ich weiß gar nicht, so weit hatten wir dann gar nicht gespielt, ne? Finde einen Weg den Berg hoch, okay. Vielleicht folgen wir einfach mal dem Weg hier. Ampelfahrt. Warum schwimmen wir nicht einfach zum Berg? Oh Gott. Ah, fuck, daneben. Hyper. Achtung! Fettsack im Anmarsch! Nein, daneben! Das ist mir doch noch nie passiert. Großer da rechts bei mir.
Sniper. Ach, jetzt kommt auch noch ein großer da. Ach, den Sniper habt ihr schon gekillt oder was? Ja. Oh. Ja, den habe ich vorher geholt. Er steht in der falschen Richtung, die Waffe. Jetzt nicht mehr. Okay, da ist noch ein Scharfschütze. Oh, Dick ist weg. Ach, da ist der Sniper. Ach so. Ja, ich hol dich gleich, keine Sorge. Danke. Oh ja. Wo bist du denn? Du bist da oben. Ach, wolltest du snipern? Ja, mit der AK. War keine so gute Idee. Ja, das lass mal das lieber nicht machen, ja? Boah, wie ich die Typen mit dem Helm hasse. Wenn man den Harry gibt, das bringt gar nichts. Ja. Ich muss sagen, das Ding hat sich gelohnt. Bisschen Fässer sprengen. Was ist denn unser Ziel jetzt? Ach, da oben, wir sollen den Berg hoch, da war ja was. Genau, töten, töten, töten. Alter, wir sind töten, irgendwie ganz schön asozial. Laufen, töten. Wir nehmen diesen Weg. Okay. Hört ihr? Wir nehmen diesen Weg, wichtig. Keine anderen. Boah, das ist ja mal landschaftlich sogar was anderes und wir müssen wo hochklettern. Alter Vater, ey. Wir müssen zweimal wo wir hochklettern. Das ist ja, die Missionen sind jetzt schon abwechslungsreicher als alles, was vorher kam. Warte ab, gleich müssen wir noch irgendeinen Turm hochklettern. Im Hauptspiel. Das wäre schon ganz schön hardcore. Das Hauptspiel habe ich nie. Das ist nicht so weit. Ja, wie gesagt, das hast du halt. Ich glaube, das hast du sogar schon im zweiten gehabt mit den Türmen. Ups, jetzt habe ich eine geschossen. Schon wieder? Ja. Aber vielleicht dürfen wir uns ja diesmal vor einem. Und den Scharfschützen habe ich. Nee, das war auch. Doch, das war auch ein Scharfschützer. Nicht der einzige. Langstreckenkill. Boah, ich hab's so drauf. Na, jetzt kommen sie nicht mehr, weil ihr. Och. Was macht ihr denn nur? Och, der ist runtergefallen. Okay, und jetzt? Alter. Jetzt holen wir uns die Scharfschützen. Den da zum Beispiel. Ach, habt ihr die jetzt alle schon erschossen? Ihr seid ja ganz schön. Wow. Ja. Zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ja, wieso? Den Scharfschützen habe ich weggesnipert. Mal hin. Komm schon, hoch mit dir. Beweg deinen fetten Arsch, Kalum. Was wollen wir überhaupt auf dem Berg oben? Um eine bessere Aussicht zu genießen. Haha! Er brennt gerade weg. Rennt aber sehr lang. Ein bisschen Spaß muss sein. Komm, Kopf hoch. Kopf hoch, du Idiot. Ja, oder so. Ja, ihr Schweine. Au. Da Muni drinnen? Nee, oder? Ich hab da nichts gesehen. Am Anfang war irgendwo Muni gewesen. Tatsächlich, jawohl. Funkturm. Alter, jetzt sogar noch Seilrutschbogen hier vorbei. Das ist schon Wahnsinn, muss ich gestehen. Wow, was will ich denn jetzt wieder? Oh, nee, Sniper mit der AK darf ich noch. Nur die Farmers ist gar nicht so schlecht, die ist zum. Wir sind übrigens bei 19 geil. Minuten 27. Ja, dann machen wir hier einen Cut. Tschüss. Alles klar, dann macht's gut, danke fürs Zuschauen. Ciao.